Thank you.
aus Sri Lanka. So, wo sind wir gerade? Wir sind gerade in Nilaveli, das ist in der Nähe von Trincomalee. An der Ostküste der Insel, ja. Ganz genau. Was ist denn das Besondere hier? Das Besondere hier in Nilaveli ist der Strand, die Sonne und das Meer. Ja, das, was wir hinter uns sehen können. Also, ja. Wenn ihr das sehen könnt. apropos Meer. Malik, ich glaube, du hast eine Geschichte zu erzählen. Ja, also, ich habe meine Taucherbrille im Meer verloren. Und dann mussten wir am nächsten Tag wieder, wir mussten nochmals einkaufen. Da haben wir auch für mich eine neue Taucherbrille geholt. Und Emmy hatte davor auch keine Taucherbrille mit Nase zu. Deshalb haben wir für ihn auch nochmal eine mit Nase zu geholt. Genau, wofür haben wir die denn gebraucht? Weil wir sind dann am nächsten Tag morgens schnorcheln gegangen. Weil hier gibt es Pigeon Island. Also das ist so eine Insel, eine kleine Insel, die ist in der Nähe von dieser Küste. Die können wir von hier auch sehen. Und da sind wir dann hingefahren mit einem kleinen Boot. Das war ein bisschen gruselig, weil am Anfang musste man, das Boot ist wirklich klein, dann musste man erstmal am Anfang über so eine riesige Welle rüber. Und da sind wir dann irgendwie, das hat sich so angefühlt, als wären wir irgendwie so 3 Meter hoch geflogen, dann so richtig aufs Wasser geplatscht. Danach ging es dann zum Glück, aber ja, das war ein bisschen gruselig. Und beim Schnorcheln haben wir auf jeden Fall sehr viele bunte Fische gesehen. Und sogar auch 2 große Schildkröten, die waren dann schon irgendwie so groß. Und auch ziemlich viele Korallen. Ja. Ja. Was hast du noch gesehen, Emmy? Also nicht nur du, sondern wir alle? Wir haben auch noch einen Schwarzspitzriffhai gesehen. Das ist mein Lieblingshai. Der hat an den Flossenspitzen, also die Flossenspitzen von dem sind schwarz. Und vor einem Jahr hatte ich noch Angst vor Fischen und mit denen zusammen zu schwimmen. Und jetzt bin ich mit denen sogar mit einem Hai zusammengeschwommen. Wie war das für dich so für ein Gefühl? Cool. Und man muss auch dazu sagen, Emmy kannte den Namen schon vorher. Also er hat das jetzt nicht erst hier gelernt, wie der Hai jetzt genau hieß. Stimmt. Fachbegrifflich. Ja, aber es war ja nur insgesamt das erste Mal Schnorcheln überhaupt. Und wenn man sich überlegt, dass Emmett zwar schwimmen kann, aber ja noch kein sicherer Schwimmer ist und Malik eigentlich wirklich erst lernt, ist das schon besonders. Oder Malik, wie war das für dich? Also, ich fand auch gut, dass wir einen Guide sozusagen hatten und der hatte auch einen Schwimmreifen, wo Emmy und ich uns festhalten konnten. Also die restlichen 3, wir konnten dann frei schwimmen und die Jungs waren gut versorgt. Ja, ich glaube, das hat auch ganz, ganz viel einfach nicht nur zur Sicherheit beigetragen, sondern auch einfach zu unserem Vergnügen, ne? Weil wir uns dann wirklich auch auf unser Schnorchelerlebnis mit konzentrieren konnten. Und das war echt toll, muss ich sagen. Also ich fand das richtig cool. Ja, und ich glaube, es war auch ganz gut, dass die Jungs sich an einem Schwimmreifen festhalten konnten, weil manchmal waren da auch ganz schön dolle Strömungen. Und wir hatten auch Flossen, also halt so an den Füßen. Und dadurch konnte man da dann schon besser gegen anschwimmen, aber sonst wäre man wahrscheinlich schon mal so ein bisschen weggetrieben worden. Habt ihr auch diesen ganz dünnen, langen Fisch gesehen? Ja, da war irgendwie so ein, manchmal waren die auch irgendwie so fast 1 Meter lang und die sind dann irgendwie richtig dünn und haben dann irgendwie in der Mitte auf einmal so ein Glubschauge und ich glaube, die haben auch so einen Stachel. Aber die sehen irgendwie ein bisschen komisch aus. Und die sind halt auch so grau. Und wenn die nicht wirklich 1 Meter neben dir sind, dann sieht man die auch kaum im Wasser. Ich dachte zuerst, das wäre so ein Metallstab. Aber habt ihr ganz am Anfang der 3. Tour, wir haben insgesamt, also eine Tour war es, aber 3 Schnorchelabschnitte gehabt. Und habt ihr da auch den Kugelfisch gesehen? Ja, da, ich glaube, ich habe sogar mehrere gesehen. Okay. Aber
Ja, der war schon ziemlich groß und nicht aufgepumpt. Ja. Also man will nicht wissen, wie groß der ist, wenn er aufgeplustert ist. Apropos aufgeplustert, da war doch aber auch noch ein ganz großer Hai. Wie groß war der ungefähr? Ein großer? Sag mal, nicht Hai, Fisch. Der ganz große, ach so, bunte. Ja. Wie groß der war? So hoch. Mindestens. Und, ja, mindestens. Der war so breit, das war ein bisschen ein Platter, aber so lang. Ja, und der hat irgendwie vom Boden was gefressen. Und da waren auch ganz viele kleine Fische mit außen rum, die immer mit dem mitgeschwommen sind. Also manche davon waren auch gar nicht so klein, aber halt auf jeden Fall viel kleiner als der. Ja. Also der selber war schon ein richtiger Brocken, ne? Ja. Ganz viele von diesen, ich sag mal, Nemo-Fischen, diese gelblichen, gelb-blau oder... Das Gelb-Blau. Alle möglichen Farben waren. Manchmal waren da auch die, so komische Fische, die sind auch so platt, so klein ungefähr, wie so ein Apfel ungefähr. Und die sind halt auch platt und grau und haben auch so Glubschaugen. Und davon sind manchmal so Schwärme so richtig an der Oberfläche lang geschwommen. Und ja, da ist man manchmal fast reingeschwommen. Stimmt. Also ich zumindest. Stimmt. Ja, also war mir so ein Fisch auch zu nah, der ist so ein Stück vor meinem Gesicht geschwommen. Habe ich auch erstmal im Wasser so mit meiner Hand rumgewedelt, dass ich den nicht gleich anschwimme. Also ich fand die Fische, die eigentlich so bunt waren, wie Fische, die von Künstlern angemalt waren, die fand ich eigentlich auch echt schön. Also es war insgesamt, glaube ich, eine wirklich tolle Erfahrung, ne? Man fühlt sich so ein kleines bisschen wie in so einer Unterwasser-Dokumentation. Ja. Und ich glaube, das werden wir bestimmt noch an anderen Orten während unserer Reise wiederholen. Oder was meint ihr? Ja. Ich fand auch cool, dass der Einstieg so einfach war. Also man geht einfach ins Wasser rein und ist erstmal so knietief. Vom Strand aus. Dann schwimmst du einfach los, ja. Mhm. Stimmt, das war sehr, sehr praktisch. Einfach war es aber nicht wirklich. Ja, weil wir mussten da mit diesen großen Flossen reingehen. Und dann waren da manchmal am Anfang schon so Korallen. Und dann sind wir rückwärts gegangen, damit die Flossen uns nicht bremsen. Aber dadurch ist man dann auch öfter mal über eine Koralle gestolpert. Und das war ein bisschen kompliziert. Aber wenn man das geschafft hat, dann, wenn man dann so halt ein bisschen tiefer drin ist, dann kann man auch irgendwie schon von Hüftentiefe einfach anfangen zu schnorcheln. Man muss dann halt nur aufpassen, dass man sich nicht irgendwie an den Korallen am Knie stößt oder sowas. Aber also, ich fand auf jeden Fall gut, dass ich keine Flossen hatte. Ja, du warst der Einzige, der keine Flossen angezogen hat. Wir hätten tatsächlich welche gehabt für dich, ne? Die von Emmett, aber dann haben wir auch gesagt, naja, du hältst dich ja sowieso nur fest und wir wollen ja gar nicht, dass du so weit wegschwimmst von uns, falls du doch mal loslässt von dem her. Ich glaube auch, das war so gut, wie es war. Ich habe noch ein kleines Souvenir davon mitgenommen. Du ja auch ein bisschen, ne, Leila? Wir haben uns ein bisschen das Hinterteil verbrannt, trotz Sonnencreme. Aber es war eine insgesamt 4-Stunden-Tour ungefähr, ich denke. Und da hätte man sich vielleicht dann doch öfters mal einschmieren sollen. Ja, zwischendurch nochmal nachschmieren. Ja, so ist das. Also ich würde auch behaupten wollen, das ist das freundlichste, gastgeberfreundlichste Land, was wir bisher auf jeden Fall bereist haben. Also man hat wirklich immer das Gefühl, dass die Menschen einen aus dem Herzen heraus auch wirklich anlächeln und das absolut so meinen. Und wir haben da nicht eine einzige Ausnahme erlebt. Ja, und manchmal erlebt, ist es auch lustig, wenn sie vorher irgendwie so ganz normal so aufs Handy geguckt haben, irgendwie so. Dann lächeln sie trotzdem auf einmal so und das ist irgendwie lustig dann. Ja, aber eben wirklich, wirklich. Ja, man fühlt sich wirklich willkommen. Das finde ich schön hier. Und man muss sich hier dran gewöhnen, dass einem manchmal beim Mittagessen auf einmal eine Katze neben einem sitzt oder ein Hund neben der Bank sitzt und dich so anguckt. Ja, aber das Gute hier an den Hunden ist, manchmal kommen die Hunde und gucken einen an. Ich glaube, das heißt irgendwie, dass sie so fragen, ob die essen dürfen von einem. Aber ganz oft hat Malik auch zum Beispiel irgendwie Nein gesagt und dann sind die auch weggegangen. Ja, einfach so. Ja. Aber was haben wir sonst für Tiererfahrungen jetzt hier an der Ostküste bisher gemacht? Also es gibt hier auf jeden Fall auch viele Krebse. Da muss man auch manchmal ein bisschen aufpassen, wenn man barfuß läuft, weil manchmal, wenn die irgendwie vor einem Fuß weglaufen, dann laufen die gegen den anderen Fuß. Und das ist auch ein bisschen gruselig. Und
wir hatten jetzt auch schon öfter mal im Badezimmer so ein paar Frösche. Und das ist dann, also die Frösche waren bis jetzt, glaube ich, die nervigsten Tiere für uns. Gruselig, nervig, ja. Eklig auch irgendwie, wenn man dann so... Die auch nicht schnell rauskriegt, ne? So ein Frosch musst du erst mal fangen. Ja. Naja, vor allem, wenn der dann irgendwie im Klo schwimmt, wie du gestern erlebt hast. Da kam leider dann plötzlich, wir haben hier zwei Zimmer. Ja. Und dann kam leider tatsächlich... runter in unser Zimmer, ob sie bei uns ins Bad gehen könnte und auf die Frage, warum. Na klar kann sie das, aber warum? Ja, weil oben im Badezimmer im Klo ein Frosch schwimmt. Ja. Lecker. Ja, das ist es halt, wenn man in der Nähe der Natur lebt, sehr, sehr einfache Unterkunft und für uns einfach wichtiger war, ja, eine gute Location zu haben, eine gute Lage direkt am Strand. Dafür jetzt eben das Haus ist immer ausreichend, ist aber nicht isoliert oder klimatisiert oder ja, dann passiert das einfach, dass die Natur auch reinkommt. Ja, also man hat zwar ein Dach über dem Kopf, aber diese Hütten sind halt an sich offen. Also es sind überall Öffnungen, auch relativ große Öffnungen, wo auch theoretisch auch eine Maus oder größere Tiere halt sehr einfach reinkommen können. Ja. Deshalb laufen aber, glaube ich, auch so viele Hunde und Katzen hier rum, weil jeder irgendwie was zu fressen findet. Ja, wir haben gestern auch schon eine Katze gesehen, die ein Chamäleon gegessen hat oder gefangen hat. Und gestern habe ich auch eine Katze gesehen, die gerade eine Maus gegessen hat. Also, ja. Oder zum Beispiel gestern Abend, als ich schlafen wollte, musste Papa auch noch ein paar Silberfische entfernen, die an meinem Moskitonetz waren. Also generell sollte man nicht so empfindlich sein, was Tiere und Insekten angeht. Das ist, ja. Genau. Man sagt ja eigentlich, Sri Lanka ist eines der, ich glaube, artenreichsten Länder der Welt. Das können wir auf jeden Fall bestätigen. Und ich sage immer dazu Abenteuer, ne? Abenteuer Sri Lanka.